Ich habe hier mal eine kleine Artikelliste vorbereitet. Hier haben wir verschiedene Textilerzeugnisse drin und hier sind die Preise gestaffelt. Ab einer bestimmten Stückzahl bei der Bestellung soll ein Rabatt gewährt werden. Hier sehen wir also zum Beispiel beim Herrenpullover, ab ein Stück kostet der 70 Euro, wenn 10 Stück bestellt werden, oder ab 10 Stück 67 Euro oder 50 Stück 61 Euro. Ich möchte mir nun die korrekten Preise hier anzeigen lassen, wenn ich hier eine Artikelnummer eingebe und die Stückzahl. Jetzt habe ich hier schon mal eine Stückzahl eingegeben, 5, die liegt also hier zwischen 1 und 10 und ich kriege also so die Preisangabe nicht raus. Ich muss mir hier noch eine Spalte einbauen. Ich habe hier die Stückzahl, ab der ein bestimmter Preis gelten soll, und ich brauche dann noch die Stückzahl, bis zu welcher dieser Preis gelten soll. Ich stelle mich jetzt mal hier rein und füge links in der Tabellenspalte zu und die benenne ich gleich um. Das soll dann hier Bissstück heißen. Und diese Daten, die kann ich mir ganz leicht mit einer Formel berechnen lassen. Ich sehe ja hier, dass die Spanne von 1 bis 10 ist. Also ab 10 Stück geht ein neuer Preis los. Ich brauche also eine Stückzahl von 1 bis 9. Das frage ich mit einer Wenn-Funktion ab. Zunächst einmal gucken wir, ob die Artikel in der Spalte, in der Zeile 2 mit der darauffolgenden Zeile übereinstimmt. Und wenn das so ist, dann soll er sich hier aus der Zeile 3 den Wert ab Stück 10 nehmen, davon einen abziehen. Und wenn hier ein neuer Artikel folgt in der nächsten Zeile, dann soll er das neu berechnen, aber dann haben wir ja die letzte Zeile, die hier mit der Artikelnummer noch übereinstimmt, und der letzte Wert ist hier ab 50 und das gilt dann bis zu 1000 oder 10.000 Stück. Das kann man ja dann eingeben, wie man will. Wir prüfen also jetzt mal, ob die Zelle A2 gleich der Zelle A3 ist, also ob die beiden Artikelnummern gleich sind, und wenn das so eben so ist, dann soll er hier den Wert aus C3 nehmen, nämlich hier die 10, mir einen abziehen. Und wenn dann hier ein neuer Artikel in der nächsten Zeile folgt, dann haben wir also die letzte Zeile des vorhergehenden Artikels und da soll er dann schreiben, beispielsweise 50 eben bis 1000 gebe ich jetzt mal ein. Und dann haben wir die Spannweite, die für die Preise gelten soll, und damit kann ich jetzt auch arbeiten. Diese korrekten Preise, die will ich mir jetzt mit der Funktion Summenprodukt anzeigen lassen. Gebe ich jetzt mal ein Summenprodukt. Ich mache hier noch eine Klammer auf. Ich will nämlich jetzt Bedingungen festlegen und diese Bedingungen jeweils miteinander multiplizieren. Und als erstes gucke ich hier mal nach der Artikelnummer und schau, ob die in der Liste der Spalte Artikelnummern hier vorhanden ist. Schließe ich die Klammer, das multipliziere ich mit der Frage, ob die Stückzahl, hier muss ich noch eine Klammer setzen, ob die Stückzahl größer oder gleich der Stückzahl ab ist. Wir müssen also hier die Werte nehmen, Klammer zu. Und als nächste Bedingung prüfe ich eben, ob die Stückzahl kleiner oder gleich aus der Spalte Bissstück ist. So, dann haben wir also hier drei Bedingungen, die zutreffen müssen. Es muss der Artikel hier drin stehen, muss größer Abstück sein oder kleiner gleich Bissstück sein. Und wenn die Bedingungen erfüllt sind, der fragt hier das praktisch in einer Schleife abzeilenweise, und wenn die Bedingungen zutreffen, dann haben wir hier jeweils eine 1 zu stehen für wahr oder ein falsch für falsch, aber in dem Fall findet er ja hier den Artikel, also haben wir hier dann eine 1. Die Bedingung stimmt, die Bedingung auch, dann haben wir also hier 3 mal 1 und das multiplizieren wir dann mit den Preisen nochmal. Er geht hier zeilenweise vor. Wir müssten jetzt dann hier 70 Euro auch angezeigt kriegen. Ich schließe noch die Klammer und
wir sehen, wir kriegen hier 70 Euro angezeigt. Ich kann jetzt gerne mal eine andere Stückzahl eingeben. Ab 10 Stück bis 49 Stück haben wir hier den ersten Rabatt. Da kostet also dann der Pullover 67 Euro. Ich gebe jetzt einfach mal eine Stückzahl von 11 ein und wir sehen, wir kriegen das auch angezeigt. Und ab 50, 61 Euro oder eben auch 55. Das bleibt dann dabei. Ich kann auch hier mal die Artikelnummer ändern. Ich gebe jetzt mal die Artikelnummer 3 ein und dann schauen wir mal hier. Artikel Nummer 3 haben wir Jeanshosen. Ab einer Stückzahl von 40 bei der Bestellung werden dann 48 Euro fällig und ich gebe jetzt mal 19 Stück, dann sind wir bei 60 und ab 20 Euro gibt es dann wieder einen Rabatt, da kosten die Hosen dann nur noch 52 Euro. Ihr seht also, das funktioniert recht gut. Wichtig ist nur, dass wir hier dann die Stückzahlen nochmal aufdröseln, dass wir also hier zwei Spalten haben, aus der wir dann hier Bedingungen ableiten können und dann kriegen wir mithilfe des Summenprodukts die korrekten Preise ausgegeben. Okay.